So, hier haben wir jetzt die gelben indischen Zwergstachelaale. Vier Stück. Bestellt wieder bei zierfische-berlin.com. Kein Sponsoring, habe ich selbst bezahlt. Ja, die werde ich jetzt angewöhnen. Und dann schauen wir uns mal an, wie sich das im Aquarium verhält. Das ist also mein Stachelaal-Aquarium, in das die vier Tiere eingezogen sind. Es hat die Maße 100 mal 40 mal 40. Ich habe hier zwei größere Karbo-Wurzeln rechts und links verbaut. Als Steine habe ich die Moonstones. Und Granitsteine für den Übergang. Der Bodengrund besteht aus schwarzem feinen Sand, 0,2 bis 0,6 mm. Ich habe hier kryptogrüne Willisi Nevli, kryptogrüne Pava und hier im immersen Bereich die Monstera Minima und die Anubias Hastifolia. Ich habe die Monstera so gesteckt, dass nur die Wurzeln im Wasser hängen. Das funktioniert ganz gut. Hier hat sie ein neues Blatt geschoben. Das Ganze funktioniert einwandfrei. Ich habe mit normalem Leitungswasser aufgefüllt. Und gefiltert wird zweimal mit dem Aquael Pet Mini. Darauf habe ich den Cera-Schwamm gesteckt. Einmal links und einmal rechts. Die machen hier eine schöne Oberflächenbewegung. Genau, Schwimmpflanzen sind da, Salvinia und Froschbiss. Ja, der Froschbiss hat sich ein bisschen versteckelt. Durch die Strömung ist er an verschiedene Orte gespült worden. Da hinten sieht man einen. Genau, außerdem habe ich hier noch Posthornschnecken eingegeben. Die habe ich jetzt hier gerade mal gefüttert mit einer Novotap-Tablette. Genau, und als Beleuchtung habe ich hier die Lumini Pixie 30. Die hat hier oben einen Lüfter drin, der ist kaum zu hören. Ja. Macht hier ein schönes Licht. Ich habe das Ganze auf Warmweiß gestellt. Ja, und das ist, wie gesagt, das Zuhause der indischen Zwergstachelaale. Und was ich entdeckt habe, spiegelt ein bisschen. Hier hat sich einer versteckt. Die Tiere sind noch sehr scheu. Geht im Moment nicht besser einzustellen. Hier guckt einer raus. Ja, wie gesagt, die Tiere sind noch etwas scheu. Ich habe sie erst eingesetzt. Ich warte jetzt noch ein paar Tage ab und dann kann ich sie bestimmt besser filmen. Hier noch recht seltene Bilder von den Macrocnathus pancalus. Ich habe jetzt hier mal rote Mückenlarven gefüttert. Ah, die Tiere sind noch sehr, sehr scheu. Wir haben jetzt den dritten Tag nach dem Einsetzen. Aber wie man sieht, die Mückenlarven schmecken schon. Ja, die indischen Zwergstachelaale stammen vom indischen Subkontinent, genauer Bangladesch, Pakistan und Nepal, wo er in Süß- und Brackwasserbereichen vorkommt. Der Körper ist langgestreckt, eher aalförmig und seitlich abgeflacht. Grundfärbung ist olivgrün, gelblich bis grünlich braun. Bei Weibchen ist die Bauchseite weißlich, die der Männchen eher gelblich.
gucken, vielleicht hat er noch mal Hunger und kommt noch ein bisschen raus. Also die Höhlen hier in dem Holz nehmen die Tiere super gut an, verstecken sich sehr gerne im Holz, zwischen den Steinen, zwischen den Pflanzen. Ich habe hier eine Menge Versteckmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Ja, der indische Zwergstachelaal wird bis zu 18 cm lang, wobei die Weibchen größer werden als die Männchen. Auffallend ist die nach vorne zu spitze Schnauze, ja, und das eher kleine Mäulchen, in das ja wurmartiges Futter super gut reinpasst, aber auch kleine Insekten. Sein Habitat sind eher langsam fließende, schwupps, da hat das, sind langsam fließende Flüsse und Teiche. Ja, zur Temperatur ist zu sagen, also zwischen 20 und 27 Grad fühlen sich die Tiere am wohlsten. pH 6,5 bis 7,8 und eine GH von 8 bis 12. Und man sagt, so eine Beckengröße ab 100 Zentimetern ist für die Tiere gut und ausreichend. Das habe ich hier jetzt gegeben mit den 100 Zentimetern. Ja. Ja, der scheint hier ganz schön Hunger zu haben. Hier sieht man jetzt nochmal schön die lange, spitze Schnauze. Faszinierende Tiere. Ja, die Scheibe ist ein bisschen dreckig, aber ich wollte jetzt halt nicht drin rumfummeln, weil die Tiere so scheu sind und ja, ihnen erstmal Zeit geben, hier anzukommen. Genau. Wunderschöne Tiere. Für mich sehr außergewöhnliche, schöne Fische. Die wollte ich schon immer einmal haben. Ja, und mit dem Aquarium habe ich mir diesen kleinen Traum erfüllt. Wir haben den dritten Tag nach dem Einsetzen. Ja, und die Tiere werden immer weniger scheu. Wunderschön gefärbt. Das spiegelt jetzt hier. Ich kann es leider nicht ändern. Schön gefärbte Tiere. Super cooles Muster. Hier hinten kann man die schöne Schwanzflosse gut erahnen. Der Kopf ist eher klein und spitz. Ja, und der ganze Körper wird nach hinten zu immer breiter. Schöne Tierchen. Ja, da kann man jetzt mal den Schwanz sehen. Ja, und wie gesagt, sie werden immer zutraulicher, sind nicht mehr so schüchtern und fressen sehr, sehr gut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann!